Normalerweise holt man Schokoriegel oder Chips aus Automaten. In Moskau auch Kaviar. Roter Kaviar vom Lachs ist im Land fast so etwas wie eine Volkskost. Und so kann man sie ab sofort auch auf dem Weg nach Hause mitnehmen, ohne extra ein Geschäft zu besuchen. 450 Rubel, also etwa 12 Euro, kostet eine Konserve des delikaten Fischrogen. Wir sind ein Zusammenschluss von Produzenten und Verarbeitungsbetrieben. Die Idee soll die Popularität unserer Marke steigen und wir denken, dass sie gut auf den hiesigen Markt passt. Über 40 Automaten wurden in der russischen Hauptstadt aufgestellt. Der Ikramat, die Fischeier heißen auf Russisch Ikra, hält die Ware gleichmäßig kühl. Die Lieferanten hoffen auf eine leichtere Gewinnung von Marktanteilen, denn in den Supermarktregalen dominieren Großlieferanten. Viele Produzenten und Lieferanten schaffen kaum das Überleben. Großhändler dominieren den Markt und große oder sagen wir ältere Lieferanten haben bessere Geschäftsverbindungen. So muss man seine eigene Marke direkt bei der Präsentation herausstellen. Es besteht gute Hoffnung, dass sich die Ikramaten für Lachskaviar auf dem Markt durchsetzen. Ob es jemals welche für den berühmten schwarzen Rogen vom Stör geben wird, bleibt aber abzuwarten. Denn dann würde man mit einem Automatenraub mächtig Beute machen können.